So, Freunde, damit einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Wilden Westen. Jeha, Schweinebacke und so weiter. Wir spielen heute ein kleines Indie-Game, das momentan noch im Early Access auf Steam ist. Das Ganze heißt Depraved. Ist von den Jungs von Evil Byte, einem deutschen Entwicklerstudio tatsächlich. Und somit natürlich auch ganz oben auf meiner Let's Play-Liste, möchte ich mal sagen. Freut mich natürlich immer sehr, wenn es natürlich gerade ein deutsches Entwicklerstudio ist. Da ja da in letzter Zeit nicht ganz so viel Neues kommt, gerade was kleine Studios angeht. Demzufolge natürlich freut mich das natürlich ganz doll, dass wir das heute tatsächlich mal spielen können. Das Ganze hier ist tatsächlich kein Werbevideo, auch wenn das vielleicht ein bisschen den Eindruck erwecken möge. Gerade weil das ein bisschen ungewöhnlich ist, vielleicht das tatsächlich ein bisschen im Stream zu spielen. Aber ich habe tatsächlich die Tage mal so ein bisschen meine Liste durchgeguckt. Ich bin ja so ein kleiner, ja, City-Building-Guy, möchte ich mal sagen. Und das Spiel sah schon ziemlich gut aus, auch was die Bewertungen anging jetzt im Early Access. Und ich dachte mir, ja, spielen wir das Ganze einfach mal. So, wir werden die Musik tatsächlich mal ein klein bisschen leiser machen. So, die Musik machen wir tatsächlich mal ein klein bisschen leiser, damit wir uns selber auch hören. So, worum geht's in dem Spiel? Ja, im Prinzip, wie man wahrscheinlich schon vermuten lassen könnte, Wilder Westen, wir haben einen kleinen Siedler-Track quasi, mit dem starten wir auf der Karte und sollen quasi da unsere kleine Stadt aufbauen. Wir haben da relativ freie Hand. Es gibt verschiedene Ressourcen, die man dann abbauen kann. Von Holz bis Eisen, Stein, was man halt so kennt, grundlegende Baustoffe eben. Und ja, aktuell gibt es tatsächlich, glaube ich, noch keine Kampagne. Es ist halt momentan wirklich ein Open-World-Spiel. Also man wird quasi in eine Welt gesetzt und hat ziemlich freie Hand, was man da tatsächlich so macht. Ist tatsächlich auch ein bisschen Survival-Game, kann man fast sagen. Da sowohl die Natur so ein bisschen gegen einen arbeitet mit wilden Tieren, als auch die ein oder andere KI, die sich einem in den Weg stellt. Es gibt Banditen, die die Stadt von einem überfallen. Es gibt Indianerstämme, die einem tatsächlich feindlich entgegengestellt sein können. Dementsprechend muss man halt immer gucken, dass man seine Stadt entsprechend vernünftig aufbaut. Werden wir heute tatsächlich mal ein bisschen gucken, wie weit wir da kommen. Es ist tatsächlich nicht ganz ausgeschlossen, dass wir tatsächlich die eine oder andere Partie vielleicht mehrmals spielen müssen. Weil wie gesagt, es ist halt auch ein leichter Survival-Aspekt tatsächlich drin. Ich spiele das Ganze tatsächlich blind. Ich habe mir nur ganz kurz vorab mal ein paar Ausschnitte angeguckt, die habt, um einfach mal zu sehen, auch so ein bisschen, wie die Steuerung und so weiter angeht. Dementsprechend, ich würde tatsächlich ganz gerne für die erste Runde das ganz gerne mal auf einfach stellen. Da ich, wie gesagt, nicht weiß, inwiefern die KI schon gebalanced ist. Wie gesagt, das Spiel ist noch im Early Access. Werden wir einfach mal gucken. Sollten wir direkt drauf gehen, ja, dann wissen wir, der Schwierigkeitsgrad war da schon okay. Ansonsten, ich möchte heute natürlich so viel wie möglich zeigen vom Spiel. Dementsprechend lassen wir es erstmal auf einfach, wie gesagt. So, wir werden mal auf weitergehen. Wie wir sehen, ist alles eingestellt, von wilden Tieren bis Banditen bis zu Indianern. Und ja, die wilden Tiere werden tatsächlich auch mehr. Das heißt, es ist nicht mal einfach damit getan, einfach mal ein Rudel Wölfe beispielsweise auszurotten. Sobald irgendwo noch ein überlebendes Tier ist und quasi ein anderes Rudel trifft, vermehren sie sich auch wieder massiv. Hat halt aber tatsächlich auch den Vorteil, dass man halt dementsprechend die Jagdreviere wieder aufpopulieren kann, wenn man das so sagen kann. So, wir werden mal eine Zufallskarte generieren. Ich werde tatsächlich gucken, dass ich eine Karte bekomme. Es kann also sein, dass wir mehrmals mal eine Karte generieren müssen, so wie jetzt in dem Fall. Denn ich habe ganz gerne immer eine Karte, wo der Fluss ungefähr genau in der Mitte ist. Das hat sich ganz gut bewährt eigentlich. Da kann man nämlich nicht in die Bedrulle kommen, sich für die falsche Seite des Flusses zu entscheiden und nachher direkt neben sich vielleicht schon die Indianer zu haben. So, das Braune ist tatsächlich immer eine Bahnstrecke. Also man kann später wohl auch einen Bahnhof bauen.
der sowohl den Handel als auch die nachkommenden Einwohner für seine Siedlung ein bisschen beschleunigt. So, das war das Wort, was ich gesucht habe. So. Wir haben tatsächlich auch Schneeregionen auf der Karte, die gibt es tatsächlich auch. Sieht schon nicht so schlecht aus. Aber da ist die Bahnstrecke ziemlich ungünstig. So, hier ist auch die Bahnstrecke nicht so toll. Es macht da tatsächlich ein bisschen Sinn, eine Ausgewogenheit drin zu haben. Die Bahnstrecke sollte irgendwo ein bisschen in der Nähe sein, aber der Fluss halt auch. Dementsprechend müssen wir halt, wie gesagt, ein bisschen rumexperimentieren, bis wir da die ideale Einstellung gefunden haben. Ich hatte eben tatsächlich schon testweise, weil ich halt ganz gerne die Auflösung, die Bildschirmauflösung und alles schon mal voreinstellen wollte, damit wir nicht so ein Problem wie gestern bei The Forest hatten. Hatte ich eigentlich schon eine ganz gute Karte, da hätte ich mir wahrscheinlich schon mal die Kartennummer merken sollen. Das wäre, denke ich mal, gar nicht so verkehrt gewesen. So, das sieht doch eigentlich gar nicht so dolle schlecht aus. Hier hätten wir ein bisschen Wald. Wäre vielleicht schon mal gar nicht so schlecht. Bahnstrecke ist hier auch in der Nähe. Gucken wir mal, ob es nochmal besser geht. Warum das erste gleich nehmen, was einem gefällt? Es geht doch bestimmt noch besser. So. Gar nicht so schlecht. Problem. Problem wäre halt hier, hier oben, das, die Bergregion ist mir da ein bisschen zu weit weg. So. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, eine gute Startposition zu finden. Da sollte man wirklich ein bisschen Wert drauf legen. Denn das ist der erste Schritt zum Scheitern, wenn man da schon eine falsche Karte wählt. So, hier ist der Fluss relativ weit im Süden. Eigentlich auch nicht so ideal. Kann tatsächlich einen kleinen Moment dauern. Aber wie gesagt, ich möchte da dementsprechend einen vernünftigen Ausgangspunkt haben. So, die Karte hat sich gar nicht verändert, wenn ich das richtig sehe, oder? So, Bahnstrecke ist ganz im Norden. Muss man tatsächlich ein klein bisschen rumprobieren. So, ach du Gott, die Bahnschiene ganz im Süden. Natürlich noch schlechter. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob das später nochmal eine Einstellungsmöglichkeit geben kann oder soll, was die Kartengröße angeht. Im Moment scheint es halt einfach eine random generierte Zufallskarte zu sein. Naja, hat sich auch nichts verändert. So. Hätten wir eine große Fläche hier. Ist halt auch nicht ganz so ideal. Der eine oder andere mag jetzt vielleicht rummeckern, dass ich da zu wählerisch bin. Aber man sollte da wirklich sich den Moment Zeit dafür nehmen. So, wie sieht's denn hier aus? Wäre auch nicht so dolle schlecht, aber ja, man hätte hier ein bisschen Platz rein, theoretisch. Könnte auf die Seite erweitern, um da nochmal Bergbau zu machen. Frage ist halt, ich hätte halt eigentlich ganz gerne tatsächlich ein bisschen was in der Nähe schon. Einfach um den Platz zu haben. So, wir haben jede Menge Wald. Ich würde aber fast sagen, dass wir die Strecke einfach mal nehmen. Ja, komm, springen wir mal rein. So. Ich muss gleich mal ein bisschen gucken, ob meine Alert-Panels an der richtigen Stelle sitzen. Das ist bei den meisten Spielen immer so ein bisschen das Problem. Man weiß halt im Vornherein nicht, wo Steuerelemente sitzen tatsächlich. So.
Wie man sieht, das Spiel ist aktuell in deutscher Sprachausgabe und in die Sprachausgabe in deutschen Texten und in englischen Texten verfügbar tatsächlich. Also logischerweise, dass ein deutsches Entwicklungsstudio ist, ja, wäre das ein bisschen merkwürdig, glaube ich, wenn das Spiel keine deutschen Textfiles hätte. So, wir könnten tatsächlich mal schauen, was haben wir denn hier? Hier haben wir sogar ein Gold verkommen. Kupfer verkommen, Doppelgold verkommen sogar. Boah, Alter, hier ist ja alles randvoll mit Gold. Tatsächlich gar nicht mal so schlecht. So. Was haben wir hier? Hätten wir eine Steinmine. Wir müssen halt tatsächlich gucken, wir brauchen halt relativ viele Ressourcen direkt im Einzugsbereich. Dementsprechend sollten wir da halt ein Auge drauf haben. Wir könnten rein theoretisch auch direkt am Kartenrand bauen. Wäre jetzt auch nicht so die schlechteste Idee, denke ich. Weil tatsächlich sind die Soundtracks gar nicht so schlecht in dem Spiel. So, was haben wir hier Schönes? Wir müssen tatsächlich zum Anfang auch direkt ein bisschen die Augen offen halten. Danach, ob Wildtiere, also nicht Wildtiere, Raubtiere in unserer Nähe sind. Sollte man ein bisschen ein Auge drauf haben. So, hier scheinen auf jeden Fall keine Raubtiere zu sein. Das sieht schon mal gut aus. Hier haben wir relativ viele Steinvorkommen auch. So. Ich bin tatsächlich am Überlegen, hier direkt irgendwo zu bauen. Sieht jetzt nicht so schlecht aus eigentlich. Hier hätten wir ein paar Steine. Hier sind halt mehr Steine. Hier hätten wir Gold in der Nähe. Und hier hätten wir auch den Fluss in der Nähe. Ich würde fast mal sagen, wir werden uns hier so ein bisschen in die Gegend bewegen. Das sieht mir nämlich gar nicht mal so schlecht aus an Platz. Ja, wobei hier sind Wölfe. Müssen wir mal ein Auge drauf haben, dass die Wölfe uns dann nicht direkt in die Flanke fallen. So. Der einzige Nachteil ist halt hier, wir haben nicht viel fruchtbares Land. Das ist so ein bisschen der Nachteil. So. Wir könnten uns natürlich auch hier in die Mitte setzen. Problem an der Sache ist halt, wir haben nur einmal ein Steinvorkommen. Na, wir gucken mal. Hier sind auf jeden Fall Fischvorkommen, das ist auch schon mal nicht so uninteressant. Aber hier sind halt auch jede Menge. Ja. Auf jeden Fall ist unser Track erstmal unterwegs. Der braucht jetzt erstmal eine Weile, bis er ankommt. So. Wir werden tatsächlich das Ganze so wie üblich, so wie gestern auch schon, wieder für YouTube direkt mit aufnehmen. Hier nochmal einen herzlichen Gruß an die Zuschauer auf YouTube, die das jetzt zu dem Zeitpunkt vielleicht gerade sehen. Ich werde tatsächlich für Depraved, habe ich mir so vorgestellt, nochmal ein separates Let's Play auch nochmal machen. Für YouTube. Ich denke mal, in Form von einem Let's Play kann man das Ganze noch mal ein bisschen ausführlicher spielen. Und ein bisschen nachhaltiger vor allen Dingen. So. Ich werde mich da aber tatsächlich vorab noch mal ein bisschen in Verbindung mit dem Entwicklerstudio setzen. Ob sich da vielleicht was Offizielles machen lässt. So. Jetzt ist halt die große Frage, was am meisten Sinn macht. Wir müssen mal gucken, wie groß das Einzugsgebiet von unserem Hauptgebäude tatsächlich ist. Darauf muss man nämlich als erstes achten. Ja, wobei das ziemlich groß ist tatsächlich, das Einzugsgebiet. Ich glaube, wir könnten rein theoretisch sogar... Na gut, die Steinvorräte sind ein bisschen dolle weit weg. So. Jetzt müssen wir tatsächlich mal überlegen, wie wir unsere Straßenplanung machen. Ich denke mal, es macht tatsächlich erstmal Sinn. So. Es macht, glaube ich, erstmal Sinn, unser Hauptgebäude ein bisschen zentral zu platzieren.
So. Das ist tatsächlich ein bisschen komplexer hier mit dem Drehen. So. Nicht hundertprozentig gerade, so wie ich es eigentlich gerne hätte, aber... Ja. So, muss man nämlich mal gucken. Setzen wir mal so direkt hin. So. Da bauen wir mal unser Haupthaus hin. Wie gesagt, ich finde für ein Early Access Game geht die Grafik aber tatsächlich schon. Da habe ich schon deutlich schmucklosere Spiele in dem Entwicklungsstadium gesehen, muss ich gestehen. Ich war am Anfang erst ein bisschen skeptisch, weil die ersten Bilder sahen halt noch ein bisschen dolle, so ein bisschen wie Lego-mäßig aus. Aber ich finde, für den jetzigen Entwicklungsstand geht die Grafik tatsächlich. So. Das Gute ist, sie haben von Anfang an schon mal einen Jäger vorgegeben. Das ist halt, zum Anfang hat man immer das Problem, so wie hier zum Beispiel, die Wölfe sind halt ziemlich dicht. Da werden wir gleich mal ein bisschen gegensteuern. So. Die Wölfe werden wir nämlich gleich mal liquidieren, damit die hier gar nicht erst Ärger machen können. Die löschen wir mal direkt als erstes aus. Die sind nämlich ziemlich dicht an unserer Stadt tatsächlich schon. So, den kann er sich schon mal schnappen. So. Das Rudel Wölfe will ich tatsächlich... Oh, da ist noch ein Jungtier. Ja, das müssen wir natürlich... Wie gesagt, die Wölfe vermehren sich halt einfach mal. Komm, machen kaputt, Junge. Sehr gut. So. Dann haben wir das Problem nämlich gleich von Anfang an beseitigt. Weil wenn die erstmal auf unsere unbewaffneten Bürger hier in die Stadt laufen, dann ist gute Nacht. Wir haben halt aktuell momentan bloß den einen einzigen Bewaffneten. Das ist halt der Punkt an der Sache. So. Den Wolf noch. Oh, hier sind sogar Bären. Sollten wir uns vielleicht die Bären auch gleich am Hals schaffen. Beziehungsweise wir werden ihn mal im Auge behalten. So, hier sind halt massiv viele Bären und auch Wölfe. So. Aber in unmittelbarer Nähe haben wir erstmal alles geklärt. Das sollte erstmal gehen. So, immer schon mal im Auge behalten, ob wir noch irgendwo feindliche Wildtiere haben, also aggressive. Aber es sieht gut aus. So. Hauptgebäude steht auch. Weil zum Anfang hat man halt noch kein reguläres Lagerhaus. Da werden halt die Ressourcen momentan alle hier einfach mal daneben gelegt. So. Beginnen wir mal mit der Infrastruktur. Das ist immer der wichtigste Punkt direkt zum Anfang. So. Sägewerk und Holzfäller immer als erstes. Damit wir erstmal die Grundressourcen kriegen für weitere Gebäude. So, wie wir sehen, ist hier auch Gleichberechtigung schon der Fall. Wir dürfen die Frauen genauso mit anpacken wie die Männer. So. Wir können tatsächlich mal gucken, ob wir vielleicht das Lager, das Sägewerk direkt nebenbei bauen. Weil im Moment werden erstmal nur die Ressourcen geliefert. So, bauen wir das ein bisschen abschließend, gleich daneben. So. Können unsere Hilfsarbeiter nämlich gleich zum Anfang schon mal dementsprechend das hinliefern. So. Können wir mal ein paar Sachen durchgucken. Sehr gut, das läuft alles. Halt. Ah, jetzt. So. Ich werde tatsächlich mal tatsächlich auch nicht unbedingt direkt immer gleich Vollgas geben und die Überspringen-Funktion nutzen, sondern das Spiel einfach mal in einer gewissen Geschwindigkeit laufen lassen. Wie gesagt, wir haben den ganzen Abend heute Zeit. Ich habe den Abend heute direkt mal für dieses Indie-Projekt hier quasi
ausgelegt. Dementsprechend haben wir die Zeit einfach. Machen uns heute einen schönen gemütlichen Sonntagabend. So. Wir sollten vielleicht gucken, dass wir unser Jagdgebiet tatsächlich erstmal hier unten hinlegen. Damit nach Möglichkeit alle wilden Tiere erstmal erledigt werden. Denn, wie wir sehen, die Bären liefern einfach mal extrem viel Fleisch. Die Wölfe halt auch. Das Gute ist, wir haben eine Goldquelle direkt in der Nähe. So. Was wir vielleicht schon mal zeigen können. Was ziemlich cool ist, die Gebäude werden tatsächlich in Progress-Schritten gebaut. Das finde ich cool. Ist ja gar nicht so selbstverständlich tatsächlich, was das angeht. Es gibt ja heutzutage nach wie vor immer noch genügend Städtebauspiele, wo einfach nur ein Grundstück steht und sobald es auf 100% ist, das Gebäude komplett fertig ist. Aber die Jungs haben sich ja gut Mühe gegeben, muss man echt sagen. Ist mal wieder ein cooler kleiner Indie-Titel aus Deutschland. So. Ich sehe gerade, ich sollte wahrscheinlich... Ich werde meine Cam tatsächlich mal ein bisschen höher setzen müssen, denn... So. Müssen wir beides mal ein bisschen jetzt separat machen. So. Setzen wir die Cam nämlich mal ein Stückchen höher. So, damit wir die Übersichtskarte nämlich sehen. So. Macht, denke ich mal, mehr Sinn. So. Was wir vielleicht mal ausschalten sollten, zumindest jetzt für den Stream. Beziehungsweise, ja doch, macht man das am besten mal. Hopp. So. Ich werde tatsächlich für den Stream oben die Alert-Leiste mal ausschalten, weil oben sind halt unsere Ressourcenanzeigen und die Einwohnerzahl. Ich denke mal, das ist momentan mal ein bisschen interessanter für den Stream gerade. Lass mal das nämlich mal so drin. Wie gesagt, Alerts sind halt trotzdem an, wir kriegen halt alles mit, aber... Dann sehen wir oben mal direkt alles. Macht, glaube ich, mehr Sinn. So, unsere Leutchen arbeiten fleißig. Das ist natürlich cool. Holzfäller ist auch schon besetzt. Was ziemlich geil ist, man kann seine Bewohner umbenennen. Man kann die Bewohner umbenennen. Das ist schon mal richtig geil. Das ist ziemlich cool gemacht. Ist tatsächlich ziemlich streamerfreundlich gemacht, das Spiel. Man könnte jetzt rein theoretisch die Namen von seinen Zuschauern hier eintragen für die Bewohner. So. Hier ist einer der Händler, der bringt immer, oder ja, wie der Name schon sagt, Händler. Könnte man jetzt schon mal ein bisschen Handel treiben. Aber im Moment brauchen wir es nicht. Man braucht halt relativ viel Metallteile. Und die werden wir zum Anfang wahrscheinlich dann erstmal kaufen müssen. Bis man da dann erstmal soweit ist. Das dauert meistens immer eine Weile. So, unser Sägewerk ist fertig. Sehr schön. Dann sollten wir als nächstes schon mal einen Jäger bauen, tatsächlich. Da müssen wir aber allerdings mal überlegen, wie wir das machen. Ich bin mir halt nicht so ganz sicher, wie aggressiv die Tiere im Süden sind. Aber ich denke mal, es macht vielleicht sogar Sinn, hier unten mal... Ein Jägerhaus hinzusetzen. So. Müssen wir jetzt natürlich darauf achten, dass unsere Bauarbeiter nicht direkt angegriffen werden. Das ist ja ein bisschen uncool. So. Wo haben wir denn unseren Jäger? Hilfsarbeiter. Ah, hier. So, unseren Jäger werden wir mal runterschicken. Dann möchte ich mich auf Nummer sicher gehen, dass unsere Bauarbeiter jetzt nicht hier angegriffen werden. Das Problem ist nämlich, nur die Bewohner, die bewaffnet sind, können sich vernünftig wehren gegen Wildtiere.
Sonst gehen sie mit der bloßen Faust auf die Tiere zu. Ist nicht ganz so cool. So, wir werden mal testen, wie viel Schaden der Bär kriegt. Ah, er ist direkt tot. Sehr gut. Sehr gut. So, unseren Jäger werden wir nämlich erstmal als Schutztruppe für unsere Leute hier nehmen. So. Müssen wir mal gucken, dass wir hier eventuell noch ein paar Leute mit einstellen, die auch noch So, hier kommen schon wieder Wölfe. Müssen wir schon wieder einschreiten. Hier kommen tatsächlich schon wieder Wölfe. Okay, wo auch immer er gerade hin wollte. So, wir werden mal ein klein bisschen die Population ausdünnen. So. So. Wo zum Geier will er denn hin? KI scheint noch ein bisschen überfordert zu sein mit der Situation. So. Das Gute ist, die bleiben tatsächlich eine Weile liegen. Das heißt, wir können die nachher immer noch ausweiden. Oder abernten. So. Den Bären werden wir mal schnell eine überbraten. Ah. In dein Gesicht, mein Junge. So. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen für Ruhe gesorgt hier. Wir werden halt immer gucken, dass wir die die aggressiven Tiere als erstes umnieten. So. Parallel dazu könnten wir rein theoretisch schon ein Steinmetz bauen. Das werden wir mal parallel machen. So. So, hier werden wir parallel nämlich mal schon mal den Stein mit platzieren. Wir werden das tatsächlich so machen wie so eine typische Westernstadt. Wir lassen immer mal ein bisschen Platz für eine Straße quasi. So. Wildtiere scheinen erstmal keine mehr, die im Gefahrenbereich zu sein. Das ist schon mal gut. Ich frage mich jetzt ein bisschen, wo unser Jäger hin will. Komm, Jungschen, du bleibst mal hier in der Nähe. So. Gut, hier fehlen noch zwei Bretter. So. Ich werde das Ganze tatsächlich wieder in Stundenfolgen aufnehmen für YouTube. Ich denke mal, das ist die angenehmste Länge, gerade was den Stream angeht, um es nachher nochmal quasi für YouTube-Folgen zu verwenden. Als Let's Play zu Depraved werden dann immer 30 Minuten Folgen, so habe ich mir das vorgestellt. Ich denke mal, für ein reguläres Let's Play sind 30 Minuten immer eine gute Anzahl. So. Jägersmann, du bleibst mal da. So, wie wir sehen, unser Jäger beziehungsweise unser Holzfäller arbeitet schon vernünftig. Die ersten Bretter kommen schon. Ich weiß tatsächlich nicht hundertprozentig, wie das mit dem Nachwachsen aussieht. Das ist was, was mir noch ein Mysterium ist aktuell. Ob man da selber für sorgen muss oder ob das von alleine kommt. Ah, okay. Frage hat sich beantwortet. Wir haben tatsächlich einen Förster, der das dann reguliert. Hat sich meine Frage quasi schon beantwortet.
So, wir werden nebenbei mal ein bisschen was snacken. Leckerchen. Es sind halt massiv viele Bären noch hier unten. Wir müssen tatsächlich auch mal drauf achten, ob das Wintergebiet einen Einfluss direkt hat. Man kann halt auch einen Schneider herstellen, also beziehungsweise nicht herstellen. Müssen unser Jäger schon wieder hin. Ne, der Drecksau haut doch bestimmt schon wieder ab, wa? Was ist denn unser verdammter Jäger schon wieder? Hat sich schon wieder verkrümelt, der Sack. So, wie man sieht, es gibt auch Tag- und Nachtwechsel und es gibt auch Jahreszeitenwechsel. Das weiß ich alle, das weiß ich tatsächlich auch schon. So. Wie sieht's mit Lebensmittelvorräten aus? 10 Fleisch. Es wird wirklich dringend notwendig, dass wir. Also Zeit, dass wir unseren Jäger fertig kriegen. So. Naja gut, da muss nur noch einmal dran gespuckt werden, ist das Ding fertig. So, wunderbar. Wunderbar. So, Einzugsbereich. Könnte man denn Produktion nicht unterbrochen? Arbeitsbereich ändern. Ah. So, werden wir erstmal alle toten Tiere einsammeln. Wäre nämlich schade drum, wenn die hier alle liegen bleiben. So, Arbeitsplatz freischalten. Bräuchten wir eigentlich noch nicht, aber es kostet $250. Ja, gut, dann. So, machen wir mal zwei. Der zweite kann sich dann um den anderen Arbeitsbereich gleich kümmern. Der kann hier hinten mal so ein bisschen. So. Haben wir nämlich schon mal die Wildtiere abgedeckt, damit uns hier nichts in die Stadt marschiert und unsere Leute auffrisst. Ist ja ein bisschen eklig. So. Als nächstes müssen wir dann mal gucken, dass wir gleich anfangen, Wohngebäude zu bauen. Wenn jetzt quasi unsere Holz- und unsere Steinproduktion fertig ist, kommen als nächstes dann Wohnhäuser. Wir haben tatsächlich schon 46 Bretter wieder. So. Metallteile haben wir zum Glück noch genug. Da brauchen wir uns erstmal nicht drum kümmern. Was ist denn das hier oben eigentlich? Ah, Feuerholz braucht man sogar auch. Oh. Müssen wir also auch schon mal ein Auge drauf haben. Stadtgebäude. Was ich tatsächlich auch noch nicht rausgekriegt habe, ist, ob man Wohngebäude im Nachhinein upgraden kann. Oder ob das immer kleine Hütten bleiben. So, was haben wir denn hier überhaupt alles? Bestatter, ein Friedhof, ein Stall, eine Holzkirche. Ja, das brauchen wir natürlich dann so dringend wie nötig, wie möglich gleich. Ein Saloon, Hotel haben wir hier noch. Doktor, oh, den brauchen wir natürlich auch relativ zügig. Ah, da brauchen wir einen Siedler für. Bank. So, was gibt's hier alles Schönes? Ein Brunnen. Ackergebiet. Ich hoffe mal, dass wir das Ackergebiet hier auf normalem Boden, den wir hier haben, Prärieboden bauen können. So, eine Schweinefarm. Okay, eine Rinderfarm. Ein Fischer. Da braucht man einen Siedler für. Oh, das wird natürlich. Produktion. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Holzhauer. Verarbeitet Baumstämme. Ich nehme mal an, der Holzhauer wird für Brennholz sorgen. Nehme ich mal stark an. Was braucht man dafür? 12 Pioniere. Ja, gut. Jetzt haben wir, glaube ich, 10 gerade. 9. Oh.
Ist jetzt einer draufgegangen? So, Weberei. Können wir nämlich schon mal durchgucken, was uns hier alles so erwartet. Fleischer, logischerweise. Goldschmied. Schmuck aus Goldbarren. Das wird auf jeden Fall schon mal interessant. Naja, der Waffenschmied. Okay. Na ja, gut, man muss halt dazu sagen, dafür, dass es Early Access ist, sind die Gebäude natürlich noch überschaubar. Ich nehme mal stark an, das wird nachher noch deutlich mehr werden, aber im Moment soll uns das erstmal reichen, tatsächlich. Ah, hier, Bahnhof, genau. Kann man sogar schon mit Pionieren bauen, das ist interessant. Mhm. Handelsposten. Okay, man kann tatsächlich auch weitere Städte bauen. Vor, okay, Bergbau, Goldminen. Ja gut, das ist natürlich dann logisch. Man kann auch weitere Städte nachher bauen, man kann expandieren. Muss man sich hier so einen Siedlerwagen kaufen und dann haben wir den gleichen Wagen nochmal, den wir zum Anfang hatten. Und können an einem anderen Standort quasi nochmal neue Städte bauen. Das wird nachher auch nochmal interessant. Da können wir den Einzugsbereich, hier die blaue Linie, können wir damit nachher erweitern. So. Oh, die ersten Indianer haben sich auch schon angesiedelt. Hier haben wir schon Indianerstämme. Hier oben im Norden ist auch nochmal ein Stamm. Ich bin tatsächlich mal gespannt, ob die sich auch weiterentwickeln. Ob das mehr werden quasi. Oder ob die so einen kleinen Einzugsbereich behalten. Das wird mal interessant. Aber im Moment bin ich gar nicht böse, wenn wir erstmal in Ruhe lassen werden. So, unsere Jäger sammeln schon mal die Tiere ein, die wir vorher schon mal ein bisschen beseitigt haben. So, ja, wie bei The Forest, erstmal schön die Tiere ausgrabbeln. Fell und Fleisch entnehmen. So, Steinmetz arbeitet auch mittlerweile. So, jetzt sollten wir mal gucken, dass wir ein Lagerhaus bauen. Wie sieht's mit Rohstoffen aus? Sieht gut aus. Was haben wir hier? Einen Jäger haben wir ja schon. Ah, hier war's Lagerhaus, genau. So. Frage ist natürlich, wo ist jetzt hier vorne und wo ist hinten? Aber scheint keinen Unterschied zu machen, wie es aussieht. So. Das Lager werden wir tatsächlich mal genau daneben bauen. Hat einfach den Grund, sobald hier kommen ab und zu mal sogenannte Revolverhelden in die Stadt. Das sind halt quasi so eine Art Desperados und die kann man für Geld anheuern, dass die ähnlich wie ein Sheriff sich so ein bisschen um die Sicherheit der Stadt kümmern. Sobald der erste nämlich kommt, werden wir uns den gleich mal schnappen. Denn passiert ziemlich früh, dass Diebe auftauchen, die einem die Ressourcen aus dem Lagerhaus klauen. Das wollen wir natürlich nicht. Dementsprechend braucht man halt einen Revolverhelden, der so ein bisschen für Sicherheit sorgt in der Stadt. So. Tiere werden schon mal ausgenommen. Sehr schön. So, hier ist noch zweimal Fleisch drin. Sehr gut. Ja, die Infrastruktur läuft auf jeden Fall schon mal. Ressourcen werden wieder mehr. Das sieht schon mal gut aus. Wir müssen halt frühzeitig ein bisschen darauf achten, dass wir nicht zu viele Bäume killen. Damit wir den Förster dann so schnell wie möglich bauen können. Da müssen wir ein bisschen darauf achten. So. Das Gute ist, wir haben halt wirklich relativ viele Tiere in der Nähe. Das ist ja auch eine Ressource? Nee, kann man halt nicht anklicken. 7 Steine. Ach du Gott. Das wird auf jeden Fall schon mal interessant. Ich denke mal, den Schmuck kann man nachher ganz gut verkaufen. Da dürfen wir ordentlich Geld für bekommen. Alter, hier ist mal ein großer Steinbruch. Das wird interessant. Ich wundere es gerade so ein bisschen, wo das Bärenrudel geblieben ist, was hier war. Hier ist noch einer. Ah, die sind hier nach hinten. Die haben sich nach hinten verkrümelt anscheinend.
sind halt massiv große, große Steinvorkommen noch. Das ist ziemlich geil. Die können wir tatsächlich naja nochmal gut gebrauchen. Kupfer haben wir auch schon mal in der Nähe. Können wir uns ja generell schon mal ein bisschen umgucken. So. Hier denke ich mal, kommen wir mit am einfachsten ran an den großen Bereich. Wenn wir jetzt unsere Stadt nochmal erweitern. So. Wir brauchen tatsächlich ganz schön lange hier mittlerweile. Ja gut, das liegt halt tatsächlich auch... Ofan, grüß dich, hallo. Schön, dass du da bist. Es liegt tatsächlich aber auch daran, dass die meisten unserer Arbeiter mittlerweile eine feste Arbeitsstätte haben. Entsprechend sind halt weniger Leute da, die auch die, die Materialien dahin schleppen. So. Was ich aktuell noch ein klein bisschen schade finde, dass man nicht noch weiter reinscrollen kann. Oh. Oh. Da müssen wir jetzt mal aufpassen. Ich hoffe mal nicht, dass es einen von unseren Bewohnern erwischt, dass die einen Blitzschlag abkriegen. Das wäre ein bisschen eklig. So. Wir spielen heute ein Indie-Game, das gerade im Early Access auf Steam tatsächlich zur Verfügung steht. Das Ganze heißt Depraved. Ist halt ein kleines Städtebauspiel im Wilden Westen. Ziemlich cool eigentlich. Ist von einem deutschen Entwicklerstudio tatsächlich. Von den Jungs von Evil Byte. Hübsches kleines Indie-Game heute mal. Ich hatte ja zum Anfang schon vor ein paar Wochen immer angekündigt, dass ich das Wochenende, sprich samstags und sonntags, ganz gerne immer mal so für ein paar Indie-Projekte mal nutzen möchte. Einfach um vielleicht mal um auf ein paar kleine Entwicklerstudios vielleicht auch mal hinzuweisen. Weil man findet tatsächlich immer mal ziemlich coole Perlen, was Spiele angeht, bei kleineren Entwicklerstudios. So. Wie sieht's mit der Ingame-Musik aus? Ist sie zu laut oder ist sie okay im Stream? Dass wir da vielleicht nochmal nachjustieren müssen. So. Was sagt unser Lagerhaus? Na gut, das dauert noch ein Weilchen. Könnten vielleicht überlegen, ob wir unseren Holzfäller erstmal pausieren. Produktion nicht unterbrochen. So. Holzfäller werden wir erstmal kurz quasi einen Feierabend gönnen. Das Sägewerk denke ich mal eigentlich auch. Wir haben jetzt noch 47 Holzbretter eigentlich. So. Weil dann könnt die Jungs hier nämlich gerade mal beim Bauen mithelfen. Das wäre gerade erstmal ein bisschen wichtiger. Holzbretter haben wir nämlich eigentlich erstmal genug. Ich bin tatsächlich mal gespannt, wenn wir nachher unseren Saloon haben, ob dann die ersten Schlägereien in der Stadt ausbrechen. So. Kommt der Händler gerade wieder? Ich bin ja mal gespannt, wann wir die ersten Frauen wieder dazu dann kriegen. Was ich so gesehen hatte, ist das wohl abhängig, ob Frauen die Stadt betreten, ob man offene Arbeitsstätten hat, wo die tätig werden. Also es gibt so bestimmte Gebäude, wo wohl vorrangig Frauen arbeiten. Und entsprechend, werden die wahrscheinlich dann erst kommen, wenn wir die brauchen. Naja, aktuell haben wir eine Frau in der Stadt, die es aussieht. Die kann einem ein bisschen leid tun. 8 Männer und eine Frau in der Stadt. So. Steinbruch arbeitet. Na gut, vorbei. Wir haben hier erstmal genügend Steine, wenn ich das sehe. Da brauchen wir uns erstmal keine Sorgen machen. Oh. Ich hoffe mal, dass das normal ist, dass hier irgendwo Kreuze sind. Nicht, dass das schon einer von unseren Bewohnern war. Ah, nee, hier ist auch ein Kreuz. Okay. Gut, dann ist das normal. Ich hatte schon Befürchtung, dass einer unserer Bewohner schon gestorben ist.
Aber es kann tatsächlich sein, weil ich bin der Meinung, man startet mit 10 Einwohnern. Es kann durchaus sein, dass irgendwo einer unserer Bewohner schon abgenippelt ist. Warum auch immer. So, sehr schön. Sehr, sehr schön. Können sich nämlich unsere Arbeiter hier aus dem Gebäude erstmal hier mit am Bau beschäftigen. 76%. Gut. Als nächstes müssen wir nämlich dann schon mal die Wohngebäude fertig machen. Dass wir erstmal ein bisschen Wohnraum kriegen, damit unsere Leute nicht auf der Straße pennen müssen. Ich verstehe zwar nicht, warum man nicht so intelligent ist und dann gleich in seinem Arbeitsplatz schläft, aber... Mr. Bauter. Ah ja, gut, wir werden schon darauf hingewiesen, dass wir Wohngebäude bauen sollen. So. Wie wir sehen, ist das auch ganz cool gemacht, dass es halt nicht einheitliche Arbeiter gibt. Also es wurde auch berücksichtigt, dass es auch etwas stabilere Männer gibt. Hier wird also niemand diskriminiert. Dass man sagen könnte, ah ja, hier Schlankheitswahn. Finde ich ganz cool, dass sie auch da so ein bisschen drauf geachtet haben. Dass es unterschiedliche Stadtbewohner gibt. So. Die Herrschaften klöppeln hier gerade unser wunderbares Lagerhaus zusammen. Gegner gibt es tatsächlich. Wir haben sowohl jede Menge Wildtiere, die uns auf die Pelle rücken, als auch diverse Indianerstämme, als auch ab und zu siedeln sich hier mal Banditenlager an. Dann hat man hier ein kleines Lager mit einem Lagerfeuer und einem Zelt und da kommen dann immer Banditen, die uns quasi überfallen wollen. Beziehungsweise aus diesen Banditenlagern werden Diebe entsandt. Und die Diebe klauen dann immer ganz gerne mal aus unserem Lagerhaus hier dann die Vorräte. Dementsprechend müssen wir ein bisschen darauf achten, dass wir einen Sheriff so schnell wie möglich kriegen. Damit die uns nicht alles wegklauen, die Schweine. So. Fische haben wir, wie gesagt, auch schon hier. Sind sogar ziemlich viele, wenn ich das sehe. Aber es ist interessant, dass die verbrauchbar sind. Das ist gar nicht mal so schlecht. Man muss also tatsächlich ein bisschen haushalten mit seinen Ressourcen. Finde ich ziemlich cool gemacht. So. Ich geier halt einfach mal übelst schon auf die Goldvorräte. Die Goldvorräte werden erstmal direkt in meine private Kammer geliefert. Die verschwinden, die sind nie da gewesen. Machen wir es wie in so einem schlechten Westernfilm. Wir bauen eine Kohlemine und insgeheim bauen wir hier Gold ab. Damit es keiner mitkriegt. So, wie sieht's denn aus mit dem Lagerhaus? Oh, ist schon fertig. So, dann können wir das erste Wohnhaus tatsächlich bauen. Okay, hier vorne ist der Eingang. So. Gucken wir mal, dass wir eine etwas breitere Straße nach Möglichkeit vielleicht lassen. Ich bin mir halt allerdings nicht ganz sicher, inwiefern wir Platz zwischen den Gebäuden tatsächlich lassen müssen. Das müssen wir tatsächlich mal rausfinden. Denn hier vorne werden noch Pferde angebunden. Würde ich nämlich sagen, bauen wir mal hier so ein bisschen weiter. So. Es kann tatsächlich sein, dass wir den Indianern immer mal Gewehre und Pferde später verkaufen können. Das ist ja immer so das Klischee, ne? Schusswaffen und Feuerwasser. Vielleicht brauchen wir die gar nicht als Gegner. Vielleicht können wir das so machen, dass wir die als Handelspartner nachher kriegen. Bis jetzt scheinen die friedlich zu sein, wenn ich das richtig sehe. Sind aber auch noch nicht wirklich dolle groß. Also wenn man mal sieht, es sind halt 5 Einwohner gerade oder 4. Aber ich bin gespannt, ob die im Spielverlauf sich vergrößern. Ob die sich auch ausbreiten. Das wäre interessant. Ich meine, momentan haben wir 2 Indianerstämme. So. Es scheinen sogar unterschiedliche Indianerstämme zu sein, wenn ich das richtig sehe. Ja, Tatsache. Das ist cool.
so. Braucht man natürlich ein Wohnhaus. Weil das Gute ist, wenn die Wohnhäuser fertig sind und wir genügend freien Wohnraum haben, kommen auch die ersten neuen Einwohner. Das heißt, wir dürften in absehbarer Zeit direkt wieder anfangen zu wachsen mit unserer Stadt. So. Und noch einen Schluck trinken. Tatsächlich mal gucken, was das hier oben für ein Symbol ist. Zeige bewaffnete Bewohner. Müsste ja jetzt rein theoretisch unsere Sie. Ah, okay, so wird das markiert. Das ist eine ziemlich hilfreiche Funktion tatsächlich. Sind die beide gerade am Arbeiten? Nee, anscheinend ist es einer gerade nur am Arbeiten. Warum auch immer. So. Ah, doch, sind beide im Gebäude. Okay. Die werden wahrscheinlich gerade Fleisch räuchern oder die Felle gerben. So. Ich finde das witzig mit ihren karierten Hemden, ey, voll Klischee. Als ob alle im Wilden Westen mit karierten Hemden rumgelaufen sind. So. Das Wohngebäude geht ziemlich schnell, habe ich das Gefühl. Das ist natürlich cool. So. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob die Abstände zwischen den Gebäuden wirklich entsprechend groß sein müssen. Weil wie wir sehen, laufen die halt hier jetzt auch schon durch. Ich weiß halt nicht, ob ein gewisser Abstand vom Gebäude immer schon mit als Straße einberechnet ist. Das kann natürlich sein. So. Ich warte tatsächlich die ganze Zeit so ein bisschen, dass mal ein Revolverheld vorbeikommt. Denn ich hätte so ganz gerne so früh wie möglich ein bisschen Verteidigung in meiner Stadt. So. Bretter werden ein bisschen weniger, logischerweise. Weil wir gerade mächtig was bauen. Okay. Ein Stein und einmal Eisenbahn fehlen jetzt noch. Ist zwar erstmal rudimentär das Haus, aber es kann, wie gesagt, es kann auch sein, dass wenn die Bürger automatisch ein neues Stadtlevel erreichen, also sprich Pionier, Siedler und dann Kaufleute, glaube ich, dass sich deren Haus automatisch aufwertet, wie man es von anderen Spielen vielleicht kennt. Ich habe halt noch nicht gesehen, wie das die Gebäudemechanik funktioniert bei Wohnhäusern. Ob man die selber ausbauen muss oder ob die das selber machen. So. Damit haben wir das erste Wohngebäude. Feuerholz. Okay. Drei Leute wohnen hier schon mal. So. Bauen wir gleich mal das nächste Wohnhaus. Ja. Vielleicht ein klein bisschen versetzt, damit ein bisschen Platz zwischen ist. So. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man hier extra Platz mit einrichten muss für die Fußwege. Das müssen wir jetzt mal beobachten, wie sich das entwickelt. Ob unsere Leute da vernünftig durchlaufen oder nicht. So. Wir brauchen halt erstmal wieder neue Einwohner, damit wir genügend Träger und Hilfsarbeiter haben, die ein bisschen sich um die Waren kümmern, die so ein bisschen noch rumliegen. So. Ach, sie ist Hilfsarbeiterin aktuell. Das müssen wir tatsächlich auch mal drauf achten. Ich habe halt jetzt noch nicht drauf geachtet, ob die hier zum Fluss gehen und was trinken. Da müssen wir auch gleich mal drauf achten. Brunnen sollten wir vielleicht auch relativ rechtzeitig bauen. Falls hier nämlich mal ein Feuer ausbricht, braucht man natürlich genügend Wasser zum Löschen.
So. Naja. Vier Arbeiter arbeiten aktuell am Gebäude. Das ist gar nicht mal schlecht. Können wir die Wohngebäude relativ zügig hochkleppeln. Ist halt ein bisschen witzig, dass die Wildtiere einfach mal hier so durch die Stadt marschieren. Aber es ist interessant, dass sich der das Bodenterrain auch ein bisschen verändert. Wir sehen, der Boden war ursprünglich überall hier so ein bisschen steinig. Und jetzt hat er sich ein bisschen zu Prärieboden entwickelt. Eigentlich ganz schön, ganz cool. Ganz praktisch. So. Gebäude wird auch bald fertiggestellt. Ist gut, die. Dann ist genau zwei Drittel unserer Bevölkerung schon mal nicht mehr obdachlos. Da brauchen wir erstmal ein Gebäude noch, dann haben wir alle ein Dach über dem Kopf. Haben wir schon mal ein ganz gutes Ziel erreicht. Ich muss tatsächlich auch sagen, das ist tatsächlich mal ein Soundtrack, den die Jungs hier gemacht haben, der mal nicht nervig ist. Den man tatsächlich nebenbei auch mal hören kann. Aktuell gibt es noch keinen Online-Modus. Wie gesagt, das Spiel ist aktuell noch im Early Access. Aber ich kann mir gut vorstellen, dadurch, dass es ja wohl sowohl auch KI-Gegner gibt, als auch die Tatsache, dass man mit einem Planwagen auch weitere Städte auf der Karte hier bauen kann, kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass es später auch Multiplayer gibt. Das möchte ich mal nicht ausschließen. Ich habe jetzt aktuell keine Informationen drüber, aber ich denke mal, zu dem aktuellen Entwicklungsstand wäre das auch noch ein bisschen sehr vage, da zu voreilig da schon ein bisschen was zu sagen. So. So, auch mal das dritte Wohngebäude nehme ich noch.